Hi liebe Kids und wieder herzlich willkommen in meinem Labor am Smart Campus der Wiener Netze. Heute lasse ich mit dieser Stecknadel ein paar Luftballone zerplatzen. Aber vielleicht nicht alle. Ich nehme mal hier einen Luftballon und werde mal versuchen, mit der Stecknadel ein Loch reinzumachen. Schauen wir mal, was passiert. Achtung! Der Luftballon ist zerplatzt. Ich habe noch einen zweiten Luftballon. Ich probiere nochmal genau dasselbe. Meine Stecknadel steckt in meinem Luftballon, aber der Luftballon zerplatzt nicht. Woran liegt das? Ist das Magie? Nein, ich habe hier einen kleinen Trick angewendet und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Selbst wenn ich die Stecknadel rausziehe, geht mein Luftballon nicht kaputt. Dafür braucht ihr mal einen normalen Luftballon, eine Schere, Tixo und natürlich unsere kleine Stecknadel. Ihr nehmt jetzt den Luftballon und klebt Tixo-Streifen in einer Sternform hier auf. Ich habe mir schon ein paar Streifen vorbereitet, dann geht es viel leichter. Ihr habt jetzt euren Luftballon mit euren Tixo-Streifen. Jetzt nehmt ihr eure Stecknadel und steckt sie genau in die Mitte, wo die meisten Tixo-Streifen zusammenkommen. Und siehe da, unsere Stecknadel steckt im Luftballon, aber der Luftballon zerplatzt nicht. Aber wie funktioniert das? Bei unserem ersten Luftballon haben wir gesehen, dass das kleine Loch, das wir mit der Stecknadel gemacht haben, sofort einen riesigen Riss erzeugt hat, der sich über den ganzen Luftballon ausgebreitet hat. Und unser Luftballon ist sofort zerplatzt. Die Tixo-Streifen verhindern aber, dass aus dem kleinen Loch ein Riss wird. Und deswegen können wir unsere Stecknadel reinstecken, ohne dass der Luftballon zerplatzt. Versucht diesen Trick zu Hause aus und überrascht eure Familie damit. Ihr werdet sicher viel Spaß haben. Bis zum nächsten Mal! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für ein weiteres Experiment, wo ihr einen Luftballon braucht, klickt dieses Video an. Für ein Mona Netz on Tour Video könnt ihr dieses Video anklicken.